So, hallihallo. Heute machen wir eine ganze Menge auf einmal. Geht leider nicht anders, weil wenn ich den Kram sowieso schon raus habe, dann will ich den anderen Kram auch machen. Deswegen heute ein bisschen mehr auf einmal, aber ihr könnt ja auf Stopp machen und könnt euch das so oft angucken, wie ihr wollt. Und zwar, heute nehmen wir uns den Klimakondensator vor. Und mein Objektiv macht hier gerade die Grätsche, das regle ich jetzt mal eben kurz. So, und zwar ist das Stück hier unten. Das ist quasi der Klimakondensator. Der wird heute ausgetauscht. Wie gesagt, heute ist ein bisschen mehr am Start. Dann haben wir noch den Schwingungsdämpfer, den wir austauschen werden. Den zeige ich euch mal eben, wie der aussieht. Der sieht so aus. Der kommt auf jeden Fall rein. Und wir haben noch zwei Spannrollen. Einmal den Burschen hier, mache ich mal auch eben auf. Schön, alles mit den Zähnen. Gut für den Zahnarzt hier. Einmal diese Geschichte hier, wo der Riemen drinne läuft, muss man, wenn man es kauft, darauf achten, dass der Riemen quasi auch so viele Rillen hat wie die Spannrolle, sonst passt das natürlich nicht. Dann haben wir noch eine normale Spannrolle hier. Die sieht eigentlich so ganz easy aus. Sprich, eben glatt. Zack, und wir haben natürlich noch den Riemenspanner, das Spannelement. Riemenspanner. Von der Firma, was ich jetzt hier zeige, ist keine Werbung. Habe ich mir selber alles gekauft. Habe ich nichts von gesponsert gekriegt. Der eine sagt vielleicht, ja, selber schuld, doof. Normalerweise zeige ich das auch gar nicht so. Aber jetzt ist es nun mal drauf und fertig. Davon sterben wir auch nicht. Und die freuen sich. War auf jeden Fall eins der günstigsten Alternativen. So, diese Geschichte sieht so aus. Das ist das Spannelement an sich. Und ich schätze mal, dass hier der Schwingungsdämpfer drankommt oder wie auch immer. Das werden wir heute aber alles sehen. Ah, jetzt, ich habe noch ein Werkzeug dazu gekauft. Wo habe ich das jetzt hingelegt? Hier. Und zwar habe ich dieses Werkzeug dazu gekauft. Und wie wir sehen, werden wir das wahrscheinlich auch gut gebrauchen können. Passt einwandfrei. Also freue ich mich schon auf die Arbeit, weil alles, was mit vernünftigem Werkzeug zu machen ist, hat man ja auch immer ein bisschen Freude dran. So, das ist jetzt der Bursche, wo das raus soll. 124er. 300 E4-Matic und die Klimaanlage soll wieder funktionieren. Umgerüstet auf das neue Klimakühlmittel ist sie schon. Wie die Bezeichnung jetzt von dem Kühlmittel ist, weiß ich nicht, könnt ihr mir sicherlich sagen. Das Ding hier sieht ein bisschen brachial aus, brauchen wir aber gleich, um den Visco-Lüfter quasi zu blockieren, damit wir die Schraube gelöst kriegen. Ist übrigens eine Imbusschraube in dem Fall. Ich zeige euch aber das Werkzeug, was ich dafür benötige, zeige ich euch natürlich separat. Und dann wollen wir auch gleich mal loslegen. Und zwar müssen wir erstmal diesen Schlauch hier abmachen. Die Geschichte hier ist schon beschädigt. Gehört normalerweise hier hin. Oder beziehungsweise, ne, das gehört hier zusammen. Könnt ihr das überhaupt sehen? Ja, ne? Ja. So, ist es aber nicht mehr. Der muss auf jeden Fall weg. Das Ding hier muss auch weg. Das ist mit so Klammern befestigt hier. Eins. Die ist ein bisschen versteckter. Und zwei. Das legen wir jetzt ein bisschen an der Seite, sonst lege ich das immer einfach hier so drauf. Diesmal müssen wir den aber nach vorne wegklappen, beziehungsweise nach hinten wegklappen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Kühlwasser ablassen muss und die Schläuche abschrauben. Das werden wir dann sehen. Eventuell haben wir auch so genug Platz, den Klimakondensator da so rauszuziehen. Wir machen aber so jetzt sowieso jetzt erstmal Step by Step die Rollen und den Spanner von dem Keilrippenriemen, damit wir so ein kleines bisschen Rhythmus in die Geschichte reinkriegen und ihr nicht ganz so viel hin und her zappen müsst, wenn ihr irgendwas sehen wollt. Dafür packen wir jetzt die Sachen erstmal vernünftig an die Seite, dass wir die auch wiederfinden. Ne, da bin ich wieder. So, das haben wir jetzt schon mal gemacht. Jetzt gucken wir mal, ob wir den quasi so schon dran kriegen hier. Rauskriegen werden wir ihn nicht. So.
Jetzt habe ich ihn quasi nach vorne weggeklappt. Und somit komme ich, das klemme ich hier mal hinter, somit komme ich quasi jetzt an die Schraube des Visco-Lüfters dran. Der muss nämlich erst ab. Dafür haben wir den Burschen ja auch schon mal da. Da werde ich jetzt erstmal den passenden Imbus für holen, damit wir das Ding auch abgeschraubt kriegen. Dafür nutzen wir also jetzt einen 8 mm Imbus, um jetzt quasi den Visco-Lüfter zu lösen. Und wir geben hinten ein kleines bisschen Spannung auf mit dem Brecheisen, sondern mit dem Kuhfuß, sodass wir quasi hinten auf der Scheibe, wo es drauf sitzt, ein kleines bisschen Spannung drauf geben, damit wir quasi den Druck so doll auslösen können, dass sich quasi die Schraube sich löst. So, jetzt haben wir es gelöst. Jetzt drehe ich die Schraube ab, zeige ich euch gleich das Ergebnis. Wie eine Schraube abzudrehen ist, das werden wir wohl alle wissen, nicht wahr? Wie man Visco-Lüfter wechselt, habe ich übrigens in einem von meinen Videos. Müsst ihr nur gucken, Visco-Lüfter anklicken. Geht denn viel schneller und ist auch viel ordentlicher erklärt. Wie gesagt, jetzt sind die, so ein Hauptding ist ja Spannrollen wechseln und Klimakondensator. Das war der Bösewicht hier. Den packen wir jetzt an die Seite. Dann holen wir den Visco-Lüfter raus. Und das ist der Bursche hier. Ta-da-da-da. Packen wir natürlich auch an der Seite. Am besten so, dass man nicht drauf tritt. Mag er nämlich nicht. Dann ziehen wir jetzt hier dieses Plastikteil raus, den Kühlerschutz. Ich hoffe mal, dass ich den so rauskriege. Habe ich aber bei meinem Video Disco-Lüfter wechseln bzw. Spannrollen bzw. Heilrippenriemen wechseln auch so rausgekriegt. Habe ich jetzt auch. Jetzt haben wir schon mal eine ganze Ecke mehr Platz. Und das nur durch zwei Klammern und eine Schraube. Jetzt holen wir uns einen Stift und malen auf, wie der Riemenverlauf quasi ist. Und hier bin ich auch mal gespannt, wie ich das abkriegen soll, da ist vorne gar keine Schraube vor. Oder ist es einfach nur so eine Kappe? Ja, das werden wir gleich sehen. Vielleicht kann man im Vorfeld schon mal die Schrauben lösen, weil jetzt ist ja noch der Riemen drauf und der hält das ja eigentlich so ziemlich auf Spannung. Theoretisch müsste man das ja lösen können jetzt schon. Das werden wir jetzt natürlich eben ausprobieren. Übrigens nicht der gleiche Imbus wie beim Lüfter, aber hier können wir glaube ich auch schon mit einer Knarre arbeiten. Da fragt ihr euch, warum habe ich eben nicht schon mit einer Knarre gearbeitet? Der Platz war nicht da. Guck mal hier, die Dinger sind einfach zu lang. Dann hätte ich quasi im Kühler reingedrückt. Und das wäre natürlich nicht so das Optimale gewesen. Und insofern passt zum Glück diese schöne kurze Nuss hier. Also können wir mit einer Knarre arbeiten. Wir hoffen mal, dass das jetzt nicht durchrutscht. Und wie die eine Rolle, die unten jetzt so lösen können. Jo, geil. So, also die eine Rolle haben wir gelöst. Trotzdem sollten wir uns gleich eine Zeichnung machen von dem Riemen. Wie der Riemen. So, wie der Riemen quasi verläuft. Nicht, dass wir gleich irgendwie was abmachen da Schnibbel Schnabbel und zack, wissen wir nicht mehr, wie der Riemen läuft. Also hole ich mir jetzt erstmal was zum Zeichnen, schreibe das auf. Schlauerweise hatte ich das noch von meinem letzten Keilrippenriemenwechsel. Packe ich mir jetzt hin, weiß ich wenigstens, wie der verläuft. Und jetzt gucken wir mal, ob der hier, da oben die Rolle, quasi eine Blende vorne vorhat, weil ich sehe so jetzt nichts zu verschrauben. Oder sie wird eventuell von hinten verschraubt, sage ich euch gleich. Tatsächlich war ein Deckel drauf. Schraube hat die gleiche Größe wie bei der anderen, vermute ich. Das werden wir jetzt mal eben ausprobieren. Und wir wollen hoffen, dass es auch so gut zu lösen geht wie bei dem anderen. Jo, sehr schön. Das ist also alles los jetzt. Jetzt gucken wir mal, wo der Riemenspanner sitzt. Hier müssen wir auch raus haben. Ja, habe ich noch nicht erkannt, aber den werden wir schon finden. Das werde ich euch gleich zeigen. So, was ich gerade festgestellt habe,
ist das hier quasi die Rolle von dem Riemenspanner. Und dadurch, dass der Riemenspanner noch ausreichend Druck hat, den Riemen habe ich gerade schon runtergezogen, werde ich jetzt quasi nur die Rolle austauschen, weil ich vermute, dass das Lager ausgeschlagen ist. Werden wir aber gleich horchen. Und die andere Rolle hier vorne tausche ich natürlich dementsprechend auch aus. Bin ja eh schon mal dabei. Dafür haben wir ja eben schon diesen Imbus hier am Start gehabt. Das mache ich jetzt gleich, dann zeige ich euch gleich die Rollen. Und eventuell kann man sogar hören, wie das Lager defekt ist. Jetzt machen wir jetzt die hier ab. Die läuft einwandfrei, sieht auch einwandfrei aus. Ist aus Plastik, genau wie die neue auch. Also schrauben wir die jetzt erstmal wieder an. Sprich die neue. Eben gucken, ob das alles die gleiche Größe ist. Sieht doch gut aus. Hier kommt die neue dran. Dann gibt es auf jeden Fall die nächste Zeit damit keine Probleme. Und weiter geilert. Die andere zeige ich euch auch gleich. Die müsste theoretisch kaputt sein. Oder ist irgendein anderes Lager irgendwo kaputt? Ich meine, genug Bauteile hat das Ding ja. So, jetzt hätten wir die nächste draußen. Auch wieder der Imbus. Und ihr hört es nicht. Aber das hört sich schon anders an. Ich hoffe mal, dass dies war. Dann bin ich nämlich gleich das lästige Klappergeräusch los. Also kurz und weg hat das Teil quasi nur zwei Spannrollen. Die eine sitzt oben, sehr leicht zu erreichen. Da bräuchte man wahrscheinlich noch nicht mal großartig irgendwas für auszubauen. Die andere sitzt weiter unten. Dafür muss man den Visco-Lüfter rausnehmen und auch die Kühlerabdeckung und so weiter. Das wird der Übeltäter hier sein. Und ja, und über diese Rolle habe ich jetzt mit dem Imbus quasi das ein bisschen angezogen. Damit hat sich die Spannrolle quasi entgegengesetzt gedreht und ich konnte den Riemen ganz leicht auflegen. Also das war jetzt wirklich eine ganz einfache Nummer. Also das war jetzt die Rolle Spannrollennummer. Jetzt geht es weiter mit dem Klimakondensator. So, jetzt geht es ja weiter mit dem Klimakondensator. Aber wisst ihr was, da mache ich ein zweites Video von. Das war jetzt das Video Spannrollen wechseln und Klimakondensator, anderes Video. Werdet ihr dann sehen. Also guckt euch meine anderen Videos an, klickst und Abos und mehr gern gesehen. Adios, ciao, ciao, goodbye. Das war wieder zu lange, ne?